Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt hier auf einem Spielplatz, wo es häufig passiert, genauso wie zu Hause, dass Kinder stürzen und sich dabei einen Zahn ausschlagen. Beim Milchzahn werden die Eltern oft ziemlich verunsichert und ängstlich und rufen mich an, was sollen sie denn jetzt machen? Sollen sie mit dem Zahn zum Zahnarzt gehen? Klare Antwort, nein. Bei einem Milchzahn, der ausgeschlagen wird, macht der Zahnarzt nichts in Richtung den Milchzahn wieder zurückgeben, sondern er schaut nur nach, ob die Wunde einigermaßen okay ist. Sie brauchen nicht zwingend unbedingt sofort zum Zahnarzt gehen, wenn sich das Kind, was meistens der Fall ist, sofort beruhigt. Wenn die Blutung aufhört, wenn das Kind nach ein paar Stunden schon wieder trinkt und am nächsten Tag sich wieder völlig normal verhält. Sie sehen das hier auf diesem Bild. Dieser Junge hatte genau einen Tag vorher sich den Zahn ausgeschlagen. Sie sehen an seinem entspannten Gesicht, dass ihm nichts fehlt. Er hat auch am Abend gleich wieder getrunken, hat auch einen Brei gegessen. Also das ist der Normalfall, dass wenn ein Kleinkind sich einen Milchzahn ausschlägt, meistens sind es ja die oberen Schneidezähne, wenn ein Kind so drauf fällt, dass man dann eben nichts weiter machen muss. Der Zahn fehlt, er wird ersetzt dann beim natürlichen Zahnwechsel. Da braucht es keinen Wechsel mehr, da kommt der neue Zahn dann und dann ist alles gut. Es kann zu Problemen kommen, aber ganz, ganz selten in Richtung Entzündung, in Richtung starker Schmerz, dann ist es ein Grund, zum Zahnarzt zu gehen. Aber wie gesagt, akut und sofort muss das nicht sein. Und da sind mir die Eltern sehr dankbar am Freitagabend, am Samstag, Sonntag, an Feiertagen. Denn dann ist es eh schwierig, einen Notdienst zu bekommen. Und wenn die dann wissen, okay, es muss auch zwingend nicht sofort sein, dann sind sie richtig erleichtert. Ganz anders verhält es sich bei ausgeschlagenen bleibenden Zähnen. Da kommt es darauf an, dass man den Zahn auf die richtige Weise transportiert und möglichst schnell zum Zahnarzt kommt. Das genaue Vorgehen finden Sie ganz gut beschrieben bei dieser Beschreibung über den Zahnunfall von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Dort erfahren Sie zum Beispiel, dass man den Zahn nur an der Zahnkrone anfassen darf, ihn auf keinen Fall mit Wasser abspülen darf, dass man ihn am besten in einer Zahnrettungsbox transportiert oder alternativ in Haarmilch oder im Speichel des Patienten. Auf jeden Fall sehr wissenswert und wenn Sie das gelesen haben, dann sind Sie ausreichend informiert.